Kann das gehen? Und was bedeutet das für unsere Energiewirtschaft, für unsere Mobilität? Mal kurz die Welt retten? Wird Deutschland Klimaschützer Nummer 1? Unser Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Luisa Neubauer, eine der Hauptorganisatoren von Fridays for Future und Klägerin in Karlsruhe. Und auf dem Papier ist sie auch Mitglied der Grünen. Hallo. Ich begrüße Kerstin André. Sie ist Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Und davor war sie auch viele Jahre Politikerin für die Grünen im Bundestag. Zugeschaltet ist uns Reinhard Müller, Leiter des Ressorts Staat, Recht und Zeitgeschehen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und er kritisiert das Karlsruher Urteil. Und ich begrüße Lamia Messari-Becker. Sie ist Mitglied des Club of Rome und Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen und war auch Mitglied des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung. Ja, Frau Neubauer, das ging jetzt ja heute schnell, letzte Woche das Urteil, und heute haben der Vizekanzler Olaf Scholz und Svenja Schulze gesagt, jetzt gibt es ein neues Klimaschutzgesetz, nächste Woche soll es ins Kabinett, und darin werden nochmal deutlich höhere Ziele angekündigt. Also Klimaneutralität bis 2045 anstatt bis 2050, und im Vergleich zu 1990 wollen wir 65% des CO2-Ausstoßes einsparen. Jetzt müssen Sie doch eigentlich zufrieden sein, oder? Nee, eigentlich nicht. Denn was die Bundesregierung gerade macht, ist, Ziele zu setzen, die einerseits zu niedrig sind, gemessen an dem Pariser Abkommen, was sie ja selbst verhandelt und unterschrieben haben, und gleichzeitig aber weiterhin eine Politik zu befürworten, die auch verhindert, dass selbst diese niedrigen Ziele eingehalten werden können. Also Klimapolitik muss ja im Hier und Jetzt dafür sorgen, dass die Ziele überhaupt morgen eingehalten werden können. Aber wenn man sich darauf verlegt, weit entfernte Ziele anzukündigen und gleichzeitig aber politisch praktisch verhindert, dass sie überhaupt erreicht werden können. Wo wird das denn verhindert? Naja, zum Beispiel würde eine 1,5-Grad-Politik, wie ja die Regierungsparteien sie beide befürworten, bedeuten, dass man deutlich vor 2038 aus der Kohle aussteigt. Es würde auch bedeuten, dass Nord Stream 2 so eigentlich nicht mehr durchgeht. Es würde ganz, ganz neue Fragen stellen zu dem Ausbautempo von Erneuerbaren. All das bleibt aber unangetastet und man verlagert sich gerade auf das, was super bequem ist und eine total schöne, so eine grüne Marketing-Feel-Good-Politik ist. Die Politik kann ja noch nachliefern, das ist ja in Ordnung. Aber gerade jetzt ist die Situation natürlich skurril. Wir sind ja erst nach Karlsruhe gezogen, weil die Regierung ihren Job nicht gemacht hat. Und jetzt steht sie da und sagt, danke Leute, das war super, dass ihr das gemacht habt. Und antwortet mit Politik, die vor allem Marketing ist. Was da noch substanziell dahinter steht, das wird sich jetzt zeigen. Aber gerade jetzt ist das wirklich kein Sieg oder sowas für uns. Mhm. Frau André, Sie kennen sich aus in der Politik, waren lang genug im Bundestag. Ist das alles nur Wahlkampf jetzt, weil die CDU und SPD spüren, dass die Grünen gerade so einen Aufwind haben? Die Diskussion wäre eine andere, wenn wir nicht mitten im Bundestagswahlkampf oder am Anfang vom Bundestagswahlkampf stehen würden. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir eine Situation hätten, wo alle Beteiligten eigentlich an den Tisch können. Weil die Ziele, die da erreicht werden sollen, die sind unfassbar ambitioniert. Also das ist schon, wenn wir das erreichen, Klimaneutralität 2045, dann heißt es für den Ausbau der Erneuerbaren, zum Beispiel für den Hochlauf der Wasserstoffindustrie zum Beispiel, da müssen wir alles in die Waagschale werfen, was wir haben. Also und das schaffe ich eigentlich als nur. Sie sagen es anders als von, aber Sie sagen, es ist eigentlich jetzt ein gutes Ziel? Na, ich sage erstmal, es ist ein Ziel. Ich habe aber die Instrumente nicht. Klimaschutz mache ich nicht mit Zielen, sondern ich mache sie mit Investitionen. Mhm. Und diese Investitionen, dafür brauche ich schnellere Genehmigungen, dafür brauche ich Projekte, dafür brauche ich eine Strategie. Und auf Ihre Frage, eigentlich bräuchten wir eine Zeit, wo alle Beteiligten, alle Akteure an den Tisch kommen und sagen, wie machen wir das jetzt? Mhm. Was wir aber erleben, ist letztlich die einen überlegen, wer hat nicht bei dem Gesetz wie viel mitgemacht etc. Jetzt wird auch teilweise übertrumpft. Und jeder Tag, der da ins Land geht, ist kein guter Tag, sondern was wir brauchen, ist Schnelligkeit und Tempo. Schnelligkeit und Tempo, aber es soll ja jetzt eben mehr kommen. Herr Müller, Sie haben heute geschrieben in Ihrem Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, haben Sie gesagt, das ist eine Mischung aus Romantik und Obrigkeitsdenken, um nicht zu sagen grüne Obrigkeitsstaatlichkeit. Erklären Sie uns das. Was heißt das? Wollen sich alle jetzt überbieten, je grüner, desto besser? Ja, es gibt sowieso die Tendenz, dass man Politik nur als Warten auf Karlsruhe versteht. Und hier hat das jetzt das Bundesverfassungsgericht, von mir sehr geschätzt und als Institution auch gestützt und wichtig, ein Grundrecht auf Umweltschutz, ein Grundrecht auf Klimaschutz, wenn man so will, eingeführt, obwohl das der Verfassungsgesetzgeber gar nicht gewollt hat. In der Verfassung steht eine Staatszielbestimmung,
Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere übrigens mit Blick auch auf künftige Generationen. Und jetzt, also nicht als Grundrecht konzipiert, und jetzt kommt Karlsruhe und macht daraus faktisch ein Grundrecht auf Umwelt, da könnte man auch sagen Grundrecht auf Tierschutz. Das war aber nicht gewollt, sondern es soll dem demokratischen Gesetzgeber im politischen Prozess aufgegeben werden, ja genau, Ziele zu definieren, über die dann gestritten wird, aber nicht ein einklagbares Recht auf Umweltschutz. Und ich glaube schon, insofern ist das natürlich auch immer so gewesen, dass auch das Verfassungsgericht im Strom der Zeit schwimmt und die Verfassung versucht, in die Zeit zu stellen. Die Zeit ist im Moment etwas ergrünt. Das muss jetzt nicht immer so bleiben. Und insofern ist das schon auch ein Stück Romantik und Obrigkeitsstaat, insofern, als dass hier etwas projiziert wird auf Dinge, die den demokratischen Gesetzgeber überlassen sein müssen, was Reduktionspfade etwa angeht, was Ziele angeht, die man auch gerade mit Blick auf kommende Dekaden nicht so einfach jedenfalls festmeißeln kann, rechtlich festmeißeln kann. Sie sagen, die Zeit ist etwas ergrünt. Das liegt natürlich auch daran, dass die Folgen des Klimawandels ja auch ganz klar spürbar sind. Frau Messari-Becker, wie würden Sie das beurteilen? Auf der einen Seite das Urteil in Karlsruhe und jetzt auch die Reaktion der Politik, die sehr schnell sagt, wir machen jetzt mal ein neues Klimaschutzgesetz. Naja, ich sehe das so, dass das Urteil hier bestätigt, dass unsere Verfassung, dass das Artikel 20a im Grundgesetz Umweltschutz als Staatsschutzziel ausreicht. Wir brauchen also keine Verfassungsänderung. Das müssen wir schon mal festhalten. Die Richter und Richterinnen haben ja ihren Job gemacht, nämlich zu mahnen und hinzuweisen darauf, dass die Politik ihre Hausaufgaben machen muss. Das Urteil sagt aber eben nicht, dass wir eine Paralleldemokratie brauchen, zusätzliche Rede oder sogar Vetorechte für Generationengerechtigkeitsräte brauchen, sondern wir brauchen eine verantwortungsvolle Politik, die nach vorne schaut, die konkret handelt, die auch es ernst nimmt mit den Klimazielen und auf die auf dem Boden unserer Verfassung eine lebenswerte Zukunft für kommende, aber übrigens auch für heutige Generationen baut. Ich finde Generationengerechtigkeit überhaupt keine Einbahnstraße. Ich darf erinnern, es gab ja früher, unter Helmut Kohl war das, glaube ich, gab es etliche Urteile wegen zu niedrigen Bildungsausgaben des Bundes, Stichwort Chancengleichheit und Bildungsauftrag. Diese Urteile haben de facto nichts bewirkt. Daran will ich einfach nur erinnern. Und ich bedauere auch zugleich, das ist die Kritik, also ich freue mich auf der einen Seite, dass wir noch mal eine Bestätigung haben für mehr Umweltschutz, aber ich bedauere auch, dass das Narrativ Klimaschutz bedeutet Freiheitseinschränkung, das ist jetzt nun mal geboren. Ich sehe das überhaupt nicht, dass wir das nicht schaffen können bis 2050 oder 2045. Und ich glaube auch, dass die Menschen Lockdown-müde sind. Und jetzt zu glauben, dass wir gegebenenfalls Klima-Lockdowns durchführen müssen, das hilft, glaube ich, in der Sache nicht. Aber ich bin ganz bei Frau Neubauer zu sagen, wir müssen jetzt konkret werden. Ja, dann werden wir mal konkret, Frau Neubauer. Also niemand fordert einen Klima-Lockdown. Das ist eine polemische, manipulierte Sprache, die genutzt wird, um irgendwie Stimmung zu machen. Das würde ich einmal so gerne ausklammern. Ich glaube, so, können wir uns ja, glaube ich, auch einig sein. Ich glaube, was wir erleben, ist, dass das Verfassungsgericht, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt in dieser Sache, nicht gesagt hat, Leute, wir brauchen mehr Umwelt, weil wir die Umwelt irgendwie brauchen und gut finden. Nein, es wurde festgestellt, dass Freiheitsrechte und die Möglichkeit, auf einem sozusagen sicher zu leben, geschützt zu leben, terrorisiert werden von einer eskalierenden Klimakrise. Und das heißt, ja, man kann sagen, es gibt jetzt ein Grundrecht auf Umweltschutz, aber eigentlich ist es vor allem nur der Staat, der daran erinnert wurde, dass er die Aufgabe hat, uns zu schützen. Und wenn die Klimakrise uns gefährdet, dann muss der Staat sagen, einen Schritt weiter Klimaschutz umsetzen. Das ist ja im Endeffekt, worum es geht. Das heißt, ich glaube, die erste Feststellung im Raum ist, nein, das Klima hat keine Krise. Wir Menschen haben eine Krise. Und wenn wir noch langfristig sicher und frei auf diesem Planeten leben wollen, dann müssen wir uns vor dieser Klimakrise schützen, denn sie gefährdet all das, eben auch unsere Freiheiten. Ja, trotzdem muss man ja auch sehen, was politisch umsetzbar ist und was machbar ist. Wir leben ja in einem System, was so funktioniert, wie es jetzt ist. Und das muss, man muss ja auch eine Möglichkeit haben, es umzubauen. Genau, ich glaube, das wäre der zweite Schritt, was wir feststellen können. Bisher hat man, oder das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Annahme, die bei Fridays for Future getroffen wird, dass man irgendwie so ein bisschen munkelt, wie verstehen wir es eigentlich mit der Demokratie? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, anscheinend irgendwie eine Überlegung im Raum. Und um das einmal ganz klarzustellen, damit wir als Demokratie in Deutschland souverän und demokratisch durch diese Klimakrise navigieren können,
müssen wir in erster Instanz verhindern, dass sie so schlimm wird, wie sie potenziell werden könnte, wenn wir nicht einlenken, wenn wir sie weiter befeuern. Gut, aber dann muss ich natürlich Maßnahmen ergreifen. Also, es ist doch völlig klar, dass Klimaschutz und auch in Konflikt geraten kann mit Freiheitsrechten. Herr Müller, bitte. Ja, also Klimaschutz kann schon in Konflikt geraten mit Freiheitsrechten. Das muss dann demokratisch gegeneinander abgewogen werden. Ist ja völlig klar, das Erreichen bestimmter Ziele unter Umständen mit dem Einschränken massiver Freiheiten oder mit dem massiven Einschränken von Grundrechten und Menschenrechten einhergehen kann. Und da muss eben abgewogen werden. Und genau. Fridays for Future ist ja auch bekannt geworden, wenn man so will, durch Konflikte mit dem Rechtsstaat, in dem eben konsequent meinetwegen an einem Tag die Schule geschwänzt wurde, ja, für höhere Zwecke. Also, okay. Da kann man natürlich sagen, das ist ein Lappalie, aber da geht es ja schon los. Also im Grunde, Klimaschutz ist ja nicht ein höheres Recht als andere, Rechtsstaat, Demokratie. Aber natürlich ist es so, dass hier eine gewisse finale Situation eintreten kann. Aber steht nicht allein im Raum, sondern muss immer abgewogen werden gegen Freiheitsrechte, gegen Demokratie und Rechtsstaat. Aber das ist ja das Interessante, dass wir jetzt durch Karlsruhe eine veränderte Situation haben. Weil die Abwägung ist ja nicht, machen wir mehr oder weniger Klimaschutz, sondern die Abwägung ist, gibt es mehr Klimaschutz oder mehr Klimakrise? Und now talk democracy. Und auf der zweiten Stelle stellt sich ja jetzt heraus, wir junge Generationen sind gleichberechtigt mit Älteren. Und das klingt banal, aber es bedeutet, der Staat muss heute dafür sorgen, dass wenn ich so alt bin wie Sie, ich die gleichen Freiheiten und Rechte habe, die Sie gerade genießen können. Das geht aber nicht, wenn die Klimakrise immer weiter eskaliert. Okay, dann machen wir es jetzt nochmal konkret. Frau André, so könnte man ansetzen? Was wären jetzt Projekte, wenn man sagt, wir müssen eben schnell reagieren? Das hat Karlsruhe auch festgelegt. Es ist klar, dass was bisher da war, reicht nicht. Also wie kriegt man es hin? Wo ist ein Punkt, wo Sie sagen, da muss man jetzt ansetzen? Ein Punkt? Viele Punkte. Also das erste ist tatsächlich der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen Solar, wir brauchen PV, also auf den Dächern, in der Freifläche. Wir brauchen Photovoltaik, ja. Wir brauchen Windprojekte an Land, wir brauchen Wind offshore. Schon das ist extrem schwierig. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, die wir im PV-Bereich ausbauen müssen, dann reden wir über heute 50 Gigawatt, die installiert sind. Wir müssen auf 150 ansteigen. Im Moment ist Solar 11% von unserem Strom wird das Solar. Aber PV, also Solar boomt. Das ist eine sehr anerkannte Energietechnik. Viele wollen Solardach auf dem Haus haben. Es wird sehr gefördert. Also da passiert auch ordentlich was und das ist auch gut so. Unser großes Problem ist eigentlich der Packesel der Energiewende, das ist Wind onshore, weil wir keine Projekte realisieren können. Wir brauchen einen massiven Ausbau von Wind onshore, wir brauchen mehr Fläche. Wir reden heute von 1% Fläche, brauchen perspektivisch 2% Fläche der Bundesrepublik Deutschland für Wind onshore Projekte. Mhm. Das ist eine Verdopplung. Mein Problem ist aber, dass ich überall Gegnerschaften habe. Wind onshore ist nicht akzeptiert. Also Wind und gleichzeitig auf dem Land, die Windräder, die. Genau, die Windräder, die man so sieht. Genau. Ne, ist schlecht akzeptiert. Es gibt viele Bürgerinitiativen, die sich dagegen aus unterschiedlichen Gründen positionieren. Am Ende vom Tag ist die Zahl der Projekte, die wir realisieren können, minimal. Hat mit dem, was wir im Bereich Klimaschutz machen müssen, auch schon machen mussten, nichts zu tun. Nichts zu tun. Das heißt, wir hängen unglaublich hinterher. Und was die Bundesregierung machen müsste als allererstes, ist das sogenannte Repowering. Das heißt, eine Fläche, die ich habe, wo schon ein Windrad steht, will ich jetzt ertüchtigen mit einem besseren Windrad oder mit einem besseren Windpark, dann muss ich Status quo das ganze Genehmigungsverfahren wieder durchlaufen. Es dauert ungefähr 7 Jahre. 7 Jahre bis 2045 oder bis 2050 ist natürlich eine Zeitspanne, die kann ich ja gar nicht mehr gehen. Also müsste auch hier sehr viel schneller werden. Das Ganze betrifft den Wind-Offshore-Bereich, also das auf den Meeren, der Nordsee vor allem. Wir brauchen im Wasserstoffbereich, wir brauchen bei der Elektromobilität, bei der Wärmepumpe. Ja, bleiben wir nochmal bei der Akzeptanz. Es ist nicht ein Punkt, es sind unglaublich viele. Es sind viele. Und Akzeptanz ist eines der größten Probleme. Und jetzt wird es natürlich auch noch absurd, wenn man bedenkt, dass die Bundesregierung sich darauf verlagert, Klimaziele zu setzen und genau diese Probleme außer Acht lässt. Weil es ist nett, wie sollen die Ziele denn so erreicht werden? Ja. Frau Messari Becker, wie kriegt man es hin, dass man mehr Akzeptanz hat, dass man, weil jetzt alle aufs Tempo drücken wollen und sagen, wir brauchen da mehr Klimaschutz auf allen Ebenen, in allen Sektoren. Was wäre Ihre Möglichkeit, wo Sie sagen, da kriegen wir es hin? Also ich glaube, wir müssen wirklich dringend die Technologien diversifizieren. Wir haben ja eine Energiewende, Frau André hat es genannt, Windkraft und Photovoltaik. Das ist alles sehr stromfokussiert. Was komplett fehlt, ist wirklich eine Wärmewende, die darauf setzt, auch dass wir erneuerbare Wärme gewinnen durch Biomasse, durch Geothermie. Wir brauchen auch Wasserstoff. Selbst im Gebäudesektor könnte man das auf Quartiersebene so etwas einsetzen. Also es ist ein wichtiger Punkt. Energiewende muss diversifiziert werden. Also keine Monotechnologie.
Technologien weiter. Nichts ist übrigens gefährlicher für eine Industrie- oder Exportnation, wie auf nur eine Technologie zu setzen. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, auch im Gebäudesektor spielt das eine große Rolle, ist, dass wir lernen müssen, Materialien eben nicht nur maximal sparsam einzusetzen, sondern diese auch im Kreislauf zu halten. Also Kreislaufwirtschaft ist extrem wichtig, um die Wirtschaft mit Klimaschutz zusammenzubringen. Wenn ich 30 CO2-Emissionen des Gebäudesektors nenne, bedeutet das auch 40% Energieverbrauch, 50% Ressourcenverbrauch und sogar noch mehr an Abfall. Und da müssen wir uns fragen, wo bekommen wir all die Rohstoffe her? Wo bekommen wir all die Flächen her? Und ich glaube auch, wir müssen die Rechnung zu Ende machen. Die Gebäudesanierung, also wir wollen sanieren, 2% will die EU, Fridays for Future oder die Wuppertaler Kollegen wollen 4% sogar. Wir müssen die Rechnung aufmachen. Ich bin ja betroffen, auch wenn wir Gebäude sanieren oder dazu beraten, eben Gebäude energetisch zu sanieren und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Ich hatte neulich ein älteres Paar, was sein Haus sanieren will, umfassend sanieren will. Gerade in Rente gegangen, das Haus ist abbezahlt und am Ende haben wir die Kosten ermittelt und da lagen wir bei 180.000 Euro. Ja. Und da ist die Frage, verantwortungsvolle Politik, sie muss definieren, wie die Menschen, die einzelnen Bürger das schaffen können. Das war jetzt nur ein Beispiel im Gebäudesektor. Ja. Aber es gibt auch dazu noch was Stichwort Akzeptanz. Genau, gerne, Herr Müller. Das ist ja genau der demokratische Aspekt. Genau. Die Bürgerinitiativen, die Bürger, die sich dagegen wenden, dass sie Windkraft vor ihrer Haustür haben, das muss ja nicht ästhetische Gründe haben, das kann Eigentumsgründe haben, das kann Gesundheitsgründe haben, die muss man eben mitnehmen. Das hört sich auch so ein bisschen modern, vielleicht peinlich an, weil das sind ja die Träger der Demokratie, das ist das Volk und das muss man sozusagen dazu, das muss es letztlich auch beschließen. Und ich würde gerne auch wissen, wie ist es eigentlich mit der Atomkraft? Da gab es ja auch von Fridays for Future verschiedene Äußerungen. Kann man das ohne Atomkraft schaffen oder wenn man jetzt neue Innovationen in den nächsten 10, 20 Jahren nicht hat? Ich glaube auch, dass es sie eher geben wird. Wie halten Sie es mit der Atomkraft? Okay, das können wir direkt mal klären mit Frau Neubauer. Ich glaube, da gab es ja auch eine klare Aussage von Fridays for Future. Das können Sie vielleicht nicht, aber vielleicht können Sie es einfach nochmal nachlegen, Frau Neubauer. Wir sagen ja Unite Behind the Science und damit meinen wir insbesondere auch den Weltklimarat. Und der hat dann ganz klare Prognosen. Jetzt auf Deutschland bezogen gibt es überhaupt keinen Grund, durch Atomkraft irgendwelche Energiewenden zu denken. Denn theoretisch, wenn man die verschiedenen Aspekte angeht und umsetzt und sich bereit erklärt politisch, können wir 100% Erneuerbare erreichen, ganz ohne Atomkraft braucht es nicht. Wir steigen aus der, das sagt zumindest Ihre Kollegin Claudia Kempfert oder Volker Quaschning, das DEW, selbst das BMU rechnet das ja vor, auch unsere eigene Studie, die sagen ja, das geht. Dass da Hürden im Weg sind, negiert niemand. Und das sind bürokratische Hürden, das sind Planungshürden, das hängt aber auch damit zusammen, dass es offensichtlich auch erneuerbaren Feinde in unserem eigenen Wirtschaftsministerium gibt. Auch von da kommt ja Windkraftgegnerschaft, ist ja sozusagen ein politisches Tool, was genutzt wird, um irgendwelche anderen Lobbyinteressen zu bedienen. Anderes Thema. Also nein, wir halten sozusagen, es gibt für uns überhaupt keinen Grund, diese Debatte aufzumachen, denn mit Erneuerbaren kann man das machen, wenn man das politisch will. Und das ist ganz wichtig, dieses Wenn ist. Aber dass man das politisch will, das ist doch einfach jetzt klar. Das ist doch ein ganz klares Problem. Nee, das ist klar, das ist rhetorisch vielleicht. Wollen die eine Klarheit erwecken. Mhm. Aber in der Praxis sehen wir, und das haben wir jetzt auch gerade gehört, sehen wir ja, dass das, was man mündlich zusichert, oftmals genau das Gegenteil von dem ist, was man in der Praxis dann tatsächlich macht. Und es ist ja kein Zufall, dass die Energiewende in Deutschland praktisch an die Wand gefahren wurde, wenn das zu unserem eigenen Wirtschaftsministerium verhindert wird, dass zum Beispiel, keine Ahnung, eine Solardecke geöffnet wird. Aber der Wirtschaftsminister sagt jetzt ganz klar, er ist eigentlich froh über dieses Urteil und der macht jetzt. Ja, das ist interessant. Wir sind im Jahr 2021. Also das hätte man auch vor 20 Jahren noch mal sozusagen machen können, statt das zu verhindern. Okay, Frau André, danach komme ich zu Ihnen, Frau Messari-Becker. Frau André, wo muss man jetzt dann ansetzen? Also Sie sagen, das funktioniert nicht mit 100% und auf jeden Fall nicht so schnell. Also das Tempo ist ein absolutes Problem und die Frage ist, was ist mit 100% gemeint? Wir hatten ja vorhin schon einen Ansatz, dass der eigentliche Bereich im Strombereich ist 100% erneuerbar möglich. Mhm. Strom ist ungefähr 20% unseres Primärenergiebedarfs. Das heißt, wir haben weitere 80%. Das ist Verkehr, das ist Gebäude, das ist Industrie. Diese zu dekarbonisieren, das ist die eigentliche Herausforderung. Ja, jetzt reden wir über Sektorkopplung, das heißt, ein Teil des Verkehrs geht in den Strombereich über Elektromobilität. Jedes Elektroauto ist natürlich erst dann spannend, wenn es mit erneuerbarem Strom fährt. Solange es mit Kohlestrom fährt, haben wir nichts gewonnen. Also müssen wir hier weiter zulegen, was die Erneuerbaren angeht.
Gebäudebereich scheint mir einer der zentralen Hebel zu sein. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir eine 4% Renovierungsrate schaffen. Wenn wir 2% schaffen, dann bin ich schon glücklich. Aber 2%, diese Zahlen, die Frau Messari-Böcke gerade genannt hat, mit 180.000 Euro für ein Familienhaus, absolut. An den Gedanken will ich anknüpfen. Wir haben im Augenblick eine Sanierungsrate von unter 1%. 2% heißt eine Verdopplung sämtlicher Fachkräfte, sämtlicher Baumaterialien. Und dann haben wir den sozialen Aspekt, die Einkommenssituation, die regionale Situation noch überhaupt nicht berücksichtigt. Die hohen Der Mieten, Fall, den Sie gesagt haben, es kostet uns 180.000 Euro, führt dazu, dass diese Familie es nicht machen wird und nicht machen kann. Mhm. Und ich finde, wir müssen beim Wärmeaspekt absolut breit denken. Ich bin absolut bei Ihnen, dass wir den Wasserstoff und dekarbonisierte Gase in den Wärmebereich reinnehmen müssen. Und ein letzter Satz, wenn ich darf. Wir werden Gas lange brauchen. Man wird aus Erdgas nicht so schnell aussteigen können, wie es manche wollen. Wir haben auf Kernenergie verzichtet, wir haben auf Kohleenergie verzichtet. Wir werden Gas brauchen, um über die Wupper zu kommen und die Dekarbonisierung voranzutreiben. Frau Messari-Böcke, würden Sie da, Sie wollten dazu noch was sagen. Ja, also danke für danke, Frau André, für die Zahlen. Es ist in der Tat so, Strom ist nur 20% des Energiebilds. Wir sind im Moment bei stolzen 250 Terawattstunde. Das kann man als Erfolg verbuchen. Das sind die 50%, die viele Kolleginnen und Kollegen nennen, wenn sie von diesem Erfolg sprechen. Aber die restlichen 80% sind überhaupt nicht angefasst worden. Und da ist auch das Thema Tempo, also wie schnell wir das schaffen können, wie viele Flächen, wie viele Ressourcen wir dafür aufwenden. Also da sehe ich auch wirklich das Problem des Tempos. Und das andere ist natürlich die Sanierungsrate, die können wir erhöhen, wenn die Politik bereit ist, auch tief in die Tasche zu greifen. Ansonsten endet es damit, dass die Bürger einzeln diese Politik finanzieren. Und das kann es nicht sein. Im Übrigen haben wir ja auch Ideen auf dem Bereich Quartiersebene, also weg von Gebäuderegulierungen hin zu gemeinsamen Lösungen auf der Quartiersebene. Da kommt dann Blockheizkraftwerke kommen in Frage, Geothermie kommt in Frage, Wasserstoff kommt in Frage. Also ich glaube, wir müssen einfach durchlässiger werden in unserer Technologie, was nicht sein kann. Was nicht sagen kann, ist, dass wir nur eine stromfokussierte Energiewende fahren, weil dann landen wir wirklich vor einer Wand mit verheerenden Schäden. Da und habe wir ich haben, große Sorgen, und wir diese haben in Deutschland Ziele sehr, zu erreichen. Und also wir können sie erreichen mit den richtigen Instrumenten. Okay, und wir haben in Deutschland extrem hohe Strompreise im Vergleich zu anderen europäischen Ländern auch. Herr Müller, wo sehen Sie einen Ansatz, wo man sagt, da können wir wirklich, gibt es einen Punkt, wo, bei dem Sie mitgehen würden, wo Sie sagen, ja, das macht Sinn, wenn wir mehr erneuerbar, wenn wir Strom mehr aus erneuerbaren Energien beziehen? Ja, natürlich. Es gibt ja viele Konzepte und auch der Ansatz, dass bestehende Windkraftanlagen natürlich modernisiert werden können, dass man Genehmigungsverfahren straffen muss, ist ja natürlich auch das A und O auch der deutschen Verwaltung. Das ist ein Riesenthema. Der Musk, das ist ein anderes Thema, aber mit seiner Tesla-Fabrik, der baut ja vorläufig ohne Bescheid, aber er zeigt auch, wenn man mutig ist, kann man erstmal auch so bauen und dann möchte ich mal sehen, ob ihm das hinterher entzogen wird. Aber ich glaube, auf diesen Faktor Innovation, auch Digitalisierung vielleicht, der jetzt auch in der Pandemie zeigt, also wie weit wir hinterherhinken, müsste man viel mehr setzen. Ich bin aber nicht sicher, ob wir diese ehrgeizigen Ziele wirklich auf diese Weise schaffen, wobei ich durchaus zuversichtlich bin, wenn man sieht zum Beispiel in der Pandemie, was bei der Impfstoffentwicklung innerhalb kürzester Zeit möglich war, müsste doch eigentlich, wenn der Druck da ist, der internationale Druck, und den gibt es ja, und es gibt auch das Bewusstsein, siehe völkerrechtlich bindendes Abkommen auch, dass man dann auch vielleicht Innovationen so wie jetzt in der Pandemie beschleunigen kann, was den Energiesektor angeht. Ich verstehe auch nicht ganz, warum die Preise so hoch sein müssen. Man könnte auch diesen CO2-Handel noch weiter forcieren. Also eine marktwirtschaftliche Lösung, die auf Freiheit setzt und damit Innovationen fördert, scheint mir doch zentraler als ein Stufen, also als eher planwirtschaftlicher Stufenplan, wie ihn auch Karlsruhe anmahnt. Also Mut und Tempo brauchen wir ja eigentlich jetzt. Und wir haben ja jetzt gemerkt bei Corona, Frau Neubauer, dass da auf einmal eine Menge möglich ist. Dass man auch Menschen auch was zumuten kann. Würden Sie sich davon etwas mehr wünschen beim Thema Klimaschutz? Boah, ich glaube, man muss zunächst ganz, ganz vorsichtig sein, die Corona-Krise und die Klimakrise nicht zu verwechseln, weil dann kommen eben solche absurden Lockdown-Narrative in die Welt und ich glaube, damit ist niemandem geholfen. Was wir sehen durch Corona sind drei Dinge. Das erste ist, die Klimakrise wurde niemals wie eine echte Krise behandelt. Wenn man versteht, ne, seit einem Jahr gibt es in jeder Talkshow mit Ausnahme wie dieser hier vielleicht Corona-Nachrichten, es gibt Titelseiten, es gibt Sondersitzungen und alles, was man macht, wenn man versteht, wir sind in einer Krise. Klimakrise war ein Thema, definitiv für eine Zeit,
aber keine Krise, die uns tatsächlich irgendwie tangiert. Zweite Sache ist, ja, wir sind zu, das haben wir eben auch gehört, wir sind zu ganz großartigen Dingen bereit, wenn wir eine Herausforderung vor uns sehen. Das heißt, vielleicht müssen wir so mal anfangen, auch darüber zu sprechen, dass die Klimakrise ja eine reale Krise ist. Also wir führen diese Unterhaltung nicht, weil wir irgendwie zu viel Zeit haben oder denken, ein bisschen mehr Erneuerbare wäre nett, sondern wir führen diese Unterhaltung, weil wir in einer realen, menschheitsgefährdenden Krise sind, die uns auch in Deutschland hier massivst bedroht. Das ist der so und so viele Hintergrund gedrängt worden ist durch Trockenheit Corona und all das. Genau. Ja. Also in dem Augenblick, wo man anfängt, ehrlich über Krisen zu sprechen, ermöglicht es man auch Menschen, die Krisen ernst zu nehmen. Und vielleicht auch zu verstehen, dass wir in einer Krise alle ein bisschen erwachsener sein müssten, dass wir in einer Krise auch vielleicht sozusagen den Herausforderungen stellen zum Wohle aller. Mhm. Die dritte Sache ist aber natürlich auch die, was wir auch gesehen haben, und das finde ich ist ganz wichtig. Die Corona-Krise war eine unglaubliche Belastung für Menschen in diesem Land. Das hat wirtschaftlich, aber auch sozial, emotional, psychologisch einen kompletten Überforderungsmoment ausgelöst. Was heißt das für die Klimakrise? Damit Notstände, Krisen, Katastrophen wie die Corona-Krise nicht eintreten, brauchen wir Prävention. Das ist, was wir mit Fridays for Future fordern, dass wir Klimaschutz in dem Augenblick noch umsetzen, wenn es eben noch nicht zu spät ist, wenn die Katastrophe noch nicht vor der Tür ist. Und ich glaube, auch an der Stelle müssen wir eben diese sinnvolle Differenzierung treffen. Corona war da, wir mussten handeln, Notstand, Demokratie auf das Nötigste reduziert. Das war nicht gut. Damit wir aber Sie sagen doch, die Klimakrise ist genauso dramatisch eigentlich. Die Klimakrise ist eine ganz andere Kategorie an Krise, um zu verhindern, dass sie so schlimm, katastrophal, bedrohlich und eben auch überlastend wird, müssen wir im Vorfeld handeln. Das heißt, heute und jetzt, das hat Karlsruhe noch mal bestätigt. Ja, wäre es denn dann nicht ehrlicher, Frau André, dass man auch sagt, dazu gehört auch ganz klar Verzicht? Dann könnten wir, wenn wir dem folgen, was Frau Neubauer sagt, und wenn man auch sieht, wie Karlsruhe geurteilt hat, dass man sagt, ja, dann müssen wir auch unsere Wirtschaften ändern, dann müssen wir weniger konsumieren, dann muss die Industrie sich umstellen. Wäre das nicht die wirklich wahre, ehrliche Botschaft dann? Also da bin ich mal gespannt, ob die Politik diese Botschaft so treffen will. Aus energiewirtschaftlicher Sicht sage ich Ihnen, wir brauchen die Projekte. Nehmen Sie ein Beispiel Verkehrssektor. Natürlich ist der Mobilität nicht gedient, wenn jetzt jedes Auto einfach ein Elektroauto wird. Dann haben wir immer noch andere Probleme, zu volle Städte, zu viel Stau. Aber wenn wir weniger Autos hätten, also hätten wäre wir der da die schon gedient. Ja, aber das ist die Frage, wie sehen Mobilitätskonzepte aus? Und jede Frage des Verzichts muss immer eine Frage der Alternative beinhalten. Ja, wir reden ja nicht über einen luftleeren Raum, sondern wir reden über Menschen, die leben, die wirtschaften, die arbeiten, die Mobilität haben. Und deswegen ist die Verzichtsdebatte keine, die ich führen will, sondern die kann geführt werden, aber es ist nicht meine. Sondern ich glaube, wir müssen über Alternativen und über Wohlbefinden und Wohlstand reden. Und da ist natürlich die Frage, deswegen ist dieses Urteil wirklich herausragend, weil dieses Urteil für mich sagt, Klimaschutz ist Freiheit in der Zukunft. Und ich bin da völlig dabei. Das ist eine Frage, aber jetzt, eine Generation. Ja. Frage, die hat auch was damit zu tun, wie wir heute schon leben. Ja, das aber muss jetzt, jeder jetzt einzelne gibt's die fragen, Ölheizung in dem Einfamilienhaus. Jetzt gibt es die Dieselfahrzeuge und auf die muss ich halt mit und dem Ölheizung ja und die Ölheizung muss ihr Ende finden. Das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, in keiner Gebäudestudie noch ein relevanter aber Bestandteil. Aber ganz viele Menschen haben eine. Und es gibt ganz viele Konzepte, dass man die Ölheizungen auch gesetzgeberische Vorgaben, wann das Ende der Ölheizungen gezählt ist und wann sie ersetzt werden müssen durch klimafreundliche Lösungen. Sowas ist relativ einfach. Das kriegen Sie mit Förderkonzepten hin, da kriegen Sie Alternativen hin, da muss das rausgehen. Ein ja, bisschen ist schneller Frage. Ist noch schön. Ja. Aber die Frage, wie Sie 40 Millionen Wohnungen in Deutschland langfristig warm halten und wie Sie das dekarbonisiert machen und wie eine dekarbonisierte Wärmeversorgung im Jahr 2030 aussieht, das ist für mich die eigentlich entscheidende. Mhm. Und wenn wir bei der Frage Politik sind, dann wundere ich mich, dass dieses Thema nicht schon viel früher umfassend angegangen wurde, weil Gebäudesektor ist der relevante. Ja. Moment. Yes, Herr Müller. Genau, Herr Müller, ich würde Sie gerne nämlich. Ja, Sie kommen auch noch dran. Moment. Herr Müller, das ist ja die Frage. Wir haben auf einer Seite diese globale Klimakrise und dann sozusagen die Ölheizung im Keller. Ich bleibe mal dabei. Oder den Diesel in der Garage. Und dann wird es ja konkret. Wie kriege ich das zusammen? Genau, also nochmal zum Vergleich mit Corona. Natürlich ist eine Krise wie die Klimakrise schleichend und das macht sie schwieriger. Wenn das Hochwasser da ist, dann kann man anpacken, dann wird die Bundeswehr eingesetzt, ist klar. Aber trotzdem ist der Vergleich gar nicht verkehrt, weil man sich klar machen muss, es müssen alle Einschränkungen nehmen, auch die vielleicht gar nicht betroffen sind. Zum Anfang hat man ja auch bei Corona gedacht, bestimmte Gruppen können gar nicht erkranken. Trotzdem müssen alle, weil sich auch einige nicht daran halten, Einschränkungen nehmen. Und wir reden ja auch bei der Klimakrise davon, das ist ja auch Bestandteil des Urteils gewesen, dass wir heute Verzicht üben müssen, genau wie angedeutet, weil künftige Generationen in Freiheit leben sollen, dass das sozusagen gleichmäßig verteilt werden muss. Und die Schwierigkeit ist in der Tat,
dass viele gar nicht einsehen werden oder man es besonders klar machen muss, warum sie heute nicht so weiter feuern dürfen, um beim Verbrennungsmotor zu bleiben wie bisher, weil das eben auch nicht greifbar ist und weil wir auch nicht wissen, was die Zukunft bringt. Das weiß auch Karlsruhe nicht und wir wissen nicht, was für Innovationen kommen. Wir wissen auch nicht, was man gegen erhöhten Meeresspiegel, man kann ja auch was dagegen machen. Ich wollte gerade sagen, man könnte ja Innovationen anstoßen. Genau. Aber sozusagen heute sozusagen, das ist, die Generationen haben ja früher auch schon, bevor wir die ganze Debatte hatten, nicht nur in den Tag hineingelebt, sondern haben versucht zu ermöglichen, dass ihre Kinder so weiter oder besser weiterleben können, haben trotzdem natürlich vielleicht auch teilweise aus Unkenntnis auf Kosten natürlich der künftigen Generationen gelebt. Also es ist immer ja beides gewesen. Es ist ja nicht so, dass das Phänomen völlig neu ist. Die Frage ist nur, inwieweit man in die Zukunft hinein das mit Pfaden oder in Dekaden hinein vorschreiben kann. Ja, das ist eben die Schwierigkeit auch einer rechtlichen Beurteilung. Ich muss ja so ein bisschen jonglieren zwischen Ihnen beiden. Frau Neubauer, ich sehe schon, Sie sind schon ganz unruhig. Und dann aber Frau Messari-Becker, bitte. Also ich wollte einmal ganz kurz sagen, also ich glaube, es ist einfach wichtig, juristische Einschätzungen und sozusagen naturwissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen nicht zu vermischen. Also man kann naturwissenschaftlich gesehen, ich habe vorhin noch mit einem Forscher des Weltklimarats genau über diese Frage gesprochen, natürlich kann man mit Szenarien immer besser skizzieren, wie zukünftige Szenarien aussehen. Und ich hoffe, das haben Sie nicht ernst gemeint. Aber natürlich kann man nicht sagen, ja, wir machen was gegen den Meeresspiegelanstieg. Also wir reden ja von hunderten Millionen Menschen, deren Lebensgrundlagen irreversibel zerstört werden, dadurch, dass wir Kipppunkte erreichen, dass Ökosysteme kollabieren. Also das ist ja nicht eine Sache, wo wir ein bisschen mehr Deich bauen und dann ist die Sache gut. Die andere Sache ist, glaube ich, können wir feststellen, Karlsruhe hat effektiv die Verzichtsdebatte aufgelöst. Denn was wir ja feststellen, ist, dass man nicht sagen kann, verzichtet Jochen zusammen mit Udo mehr oder weniger, sondern die Frage muss sich stellen, was müssen wir heute machen, damit wir morgen nicht auf alles komplett verzichten müssen. Also das ist ja eine neue intergenerative Debatte, wobei wir sozusagen in einer ganz anderen Dimension darüber sprechen müssen, was heißt es eigentlich, zukünftige Freiheiten zu beschützen? Und das heißt, die Abwägung kann nicht mehr zwischen der Garage und der Ölheizung stattfinden, sondern die muss zwischen 2021 und 2050 stattfinden. Okay, trotzdem ja, ist sie, aber nee, Moment, Herr Müller, Moment. Nicht in Deutschland betroffen sind, das ist ja auch diese planetarische Frage, dass bestimmte Flutopfer sind nicht hier auftreten, aber hier muss Politik verantwortet werden, obwohl natürlich auch hier der Meeresspiegel steigt. Und das ist eben auch neu und anders als bei anderen Krisen, klar. Okay, Frau Messari-Becker, wie kriegt man das hin? Ich würde trotzdem gerne nochmal bei diesem Konkreten bleiben. Halt eben, wenn ich jetzt ein Haus baue, ich muss mich ja irgendwann mal konkret entscheiden. Ich muss dann sagen, ich muss meine Heizung austauschen, das kostet alles Geld. Also dann, ich würde gerne dieses konkrete Vorgehen nochmal mehr in den Blick nehmen. Also bei Wohnungen müssten wir vielleicht noch mal thematisieren. Wir haben circa 8 Millionen Gebäude in Deutschland. Die Hälfte ist vermietet, die andere Hälfte ist Eigentum. Und innerhalb dieser Menge sind 60% der Eigentümer schon in Rentenalter. Ich skizziere das nur, um klarzumachen, jede Sanierung braucht auch eine finanzpolitische Antwort. Kriege ich Kredit? Wann zahle ich das zurück? Was hinterlasse ich meinen Kindern? Auch das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit und nicht der Polemik. Ich glaube, dass auch Herr Kretschmer mit seinem Wort von Klimadown überhaupt nicht polemisch sein wollte. Er wollte eben auch noch hinweisen, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Ökodiktatur versucht, gerade zu verhindern, indem er die Politik verpflichtet, konkret zu werden. Und lassen Sie mich vielleicht noch einmal zu dem Thema Sektorkopplung was sagen. Wir haben im Klimaschutzgesetz klare Ziele für die jeweiligen Sektoren. Aber mit Zielen mache ich noch keine Politik, ich brauche die Instrumente. Und das Problem ist, gerade im Bereich Verkehr oder Gebäude, wenn Sie Mobilitätswende klug vorantreiben wollen, also Verkehr wirklich vermeiden, dann geht es viel mehr über statt der kurzen Wege, dass Menschen von A nach B schnell, so günstig und auch ökologisch hinkommen und vor allen Dingen auch sicher, als mit Verbote von Autos. Das heißt, wenn wir nur auf Elektrifizierung gehen, dann kriegen wir nicht mehr Autos, sondern nicht weniger Autos, sondern mehr Autos, also wenn autonomes Fahren dazu kommt sowieso. Und jetzt ist die Frage, wenn ich durch so eine Maßnahme städtebaulich, räumlich, planerisch CO2 reduziere im Verkehrssektor, wem schreibe ich dann bitte schön das dazu? Ist das jetzt der Verkehrssektor, der gut gearbeitet hat, oder ist es eigentlich die gebaute Umwelt? Worauf ich hinaus will, ist, wir müssen auch an die Grundlagen dieses Klimaschutzgesetzes und innerhalb dieses Korsetts, dass wir gegen Klimawandel agieren müssen, müssen wir durchlässiger werden. Mehr Technologien, mehr Innovation, mehr Förderung und Wettbewerb. Eigentlich brauchen wir eine Klimaschutzantwort à la Ludwig Erhard. Es gibt keine andere soziale Marktwirtschaft. Sie muss nur ökologisiert werden. Mhm. Aber jetzt zu Ihrem konkreten Ölheizung. Dann darf ich noch kurz bitte, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben in dieser Sendung.
Ich bin sehr dafür. Also ich glaube, dass wir von den 75% fossilen Energieträger im Wohnungsbau relativ schnell runterkommen, wenn wir diesen Markt auch für neue Technologien öffnen. Wasserstoff, Erdwärme, Biomasse und nicht nur Strom fördern. Da muss die Politik wirklich was machen. Okay, dann da könnte man was machen. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen, Frau Neubauer. Wenn man sieht, Deutschland ist für, wenn ich es richtig sehe, für 2% des CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. Da fragen sich die USA sind für 15% verantwortlich. Da fragen sich viele Leute, ja, dann können wir das ja alles wunderbar machen. Wir rüsten ja alles um, aber letztendlich bringt es weltweit gar nichts. Und es wird nicht wirklich den Klimawandel verändern. Genau. Wenn Deutschland alleine was macht, dann reicht es nicht aus. Deswegen haben wir uns international geeinigt, das alle zusammen zu machen. Also das ist eine große globale Party, die wir da veranstalten wollen. Und das hat man mit Paris gemacht. Das ist ein wunderbarer Schriftstück. Das war diplomatisch extrem aufwendig, sowas zu vereinbaren. Ich meine, wie kriegt man die Staaten der Welt zusammen, alle zusammen zu sagen, jo, wir machen das. Aber natürlich, das ist eine geteilte Aufgabe. Und da muss man sich einerseits bewusst werden. Alle packen an. Wenn aber die ersten abspringen, dann geht's nicht mehr. Und ich meine, mit welcher Rechtfertigung wollen wir von irgendeinem anderen Staat auf der Welt verlangen, haltet ihr doch bitte eure Klimaziele ein, wenn wir das selbst nicht tun, unsere Ziele nicht fair setzen und all das. Zweite Sache ist, ja, aktuell 2% Treibhausgase für 1% der Menschen auf der Welt. Also da ist schon mal sozusagen eine große Ungleichheit am Start. Dazu kommt ja aber, dass wir historisch natürlich massivst mitverantwortlich sind. Also es gibt sehr wenige Länder, eine Handvoll Länder haben noch mehr zur Klimakrise beigetragen als Deutschland. Aber da wir ja von einer Kumulation an Emissionen sprechen, kann man sagen, die Klimakrise ist auch ein Produkt made in Germany. Das heißt, auch da tragen wir noch mal eine andere historische Verantwortung als andere. Und gleichzeitig ist jetzt natürlich wichtig, dass wir anerkennen, wir haben globale Ziele, die funktionieren, wenn sich alle dran halten. Wenn die ersten abspringen, geht es nicht auf. Und wir sind im Inbegriff davon, komplett uns zu verabschieden, weil wir eben vielleicht jetzt mehr Ziele setzen, aber die Maßnahmen nicht umsetzen, die man bräuchte. Und dann wird es brenzlig, weil dann werden die ersten anfangen zu sagen, Entschuldigung Deutschland, wenn ihr euch nicht dran haltet, wie sollten genau wir was machen? Also ganz klar, die Vorbildfunktion und vielleicht auch wahrscheinlich eine technologische Funktion. Und wir sprechen auch von einem völkerrecht bindenden Abkommen, wie wir gerade gehört haben. Also wir kommen auch an juristische Stellen. Das ist ja kein Agreement, was wir machen, weil wir irgendwie gerade Lust drauf hatten. Ja. Frau André, wie beurteilen Sie das? Und wie kriegt man das hin, dass das allen das auch bewusst ist? Dass diese 2%, die wir ausschüssen, dafür sind wir verantwortlich. Aber da sagen viele Leute, ja, das bringt doch gar nichts, wenn wir uns jetzt ändern. Also ich glaube, ich würde das wirtschaftspolitisch oder industriepolitisch argumentieren. Über den Punkt, dass wir sagen, wenn es uns gelingt, eine Elektrolyseure-Technik, Wasserstoffproduktion etc. auf den Weg zu bringen, dann hat es natürlich auch eine Technologie, die in anderen Ländern notwendig ist, damit die ihrerseits ihre Ziele erreichen können. Und der Fokus auf wir 2%, deswegen machen wir 2% oder deswegen sind wir nur im kleinen Anteil unterwegs, der passt in eine globale Welt, wo Technologien transferiert werden, überhaupt nicht, wo wir Unterstützung in unterschiedlicher Hinsicht leisten oder auch entgegennehmen, passt der überhaupt nicht. Wir haben einen echten Rückschritt erlebt durch Trump und den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen, aber durch Joe Biden passiert da wieder sehr viel. Es gibt wieder internationale Gespräche zum Thema Klimaschutz und natürlich auch zum Thema Technologie. Also insofern würde ich das durchaus auch positiv industriepolitisch argumentieren, weil wir letztlich Blaupausen schaffen, wie kann es gehen, und auf der anderen Seite auch Jobs kreieren. Also wir reden ja nicht nur, Sie haben jetzt über Verzicht geredet oder das Verzichtsthema aufgemacht, aber auf der anderen Seite reden wir über Zukunftstechnologien, die Jobs der Zukunft auch sind. Die finden sich ja nicht in den fossilen Kraftwerken, also sondern die finden sich in neuen Technologien. Absolut. Ja. Herr Müller, ist das ein Punkt, der Sie umtreibt? Wo sagen Sie, dass Deutschland als Vorreiter in der Technologie und auch in der Verantwortung gegenüber anderen Ländern? Absolut, ohne dass man jetzt sagen muss, am deutschen Klimawesen muss die Welt gelesen. Aber wir haben uns verpflichtet, wir sind Teil der Europäischen Union, die sich auch Pflichten auferlegt hat. Und auf uns wird besonders geschaut, weil wir natürlich sehr abrupt aus der Kernenergie ausgestiegen sind, die wir kurz vorher noch verlängert hatten. Und wir haben auch zugleich aber eine sehr starke Debatte und eine Klagewut teilweise, also einen sehr ausgeprägten Rechtsstaat, da bin ich wieder dabei, aber auch eine demokratische Kultur, muss man schon sagen, in gewisser Weise manchmal auch ein bisschen querulantenhaft, aber das ist eine interessante Herausforderung, diese Gemengelage aus einer krassen atompolitischen, klimapolitischen Wende und als hochindustrialisiertes Land schon im Zentrum Europas in einer Rolle zu stehen, die Blicke auf sich zieht. Und das sagen einem ja auch teilweise Ausländer. Also wir können das teilweise nicht, aber ihr könnt das schaffen, beziehungsweise sie schauen auf euch. Und wir müssen dann aber auch eine Lösung finden, die
unseren Ansprüchen gerecht wird. Also nicht nur unseren Verpflichtungen, sondern auch unseren eigenen Ansprüchen und unserem technologischen Standard. Das wäre dann wichtig. Frau Messari-Becker, Sie sind auch Mitglied des Club of Rome. Wie sehr schaut man dann auf Deutschland und auf die Vorreiterrolle Deutschlands? Naja, schon stolz, dass Deutschland ein Technologieland ist und Technologieführer ist. Aber ich würde auch sagen, wir müssen das wegkriegen von diesem Senkungsbeitrag hin zu einem Lenkungsbeitrag, dass wir durch Technologie, durch Forschung und Innovation eben etwas entwickeln, wo andere Länder auch von profitieren können. Übrigens, Club of Rome hat vor circa 50 Jahren die Ressourcenknappheit zum Megathema erklärt. Es hat damals vielleicht wenig interessiert, aber heute sind wir. 40% der afrikanischen Bevölkerung hat noch keinen Zugang zu Strom, zu Energie, zur Versorgung. Wir sind ja hier alle privilegiert und können Forderungen stellen. Aber wir müssen in der Zukunft mit einer massiven Zunahme des Ressourcenverbrauchs rechnen, sodass ich die Lösung nur noch, wirklich nur noch in der Entkopplung des Ressourcenverbrauchs und der Umweltschäden. Und da brauchen wir Technologie, Forschung, Kooperation auf internationaler Ebene. Da fällt mir keine Methode in Richtung Verzicht oder Verbote. Auch da könnte man ja vielleicht, wenn man auf die Herstellung des Impfstoffes schaut, international könnte man da ja vielleicht auch was draus lernen, wie das funktioniert hat, dass man da alle, dass alle da zusammengearbeitet haben. Frau Neubauer, machen wir es zum Schluss jetzt. Wir kommen jetzt in einen Wahlkampf und man hat das Gefühl, je grüner, desto besser. Alle Parteien schauen auf die Grünen und sagen, wir müssen jetzt noch mehr machen und jetzt ganz schnell dieses Klimaschutz. Die SPD hat es heute vorgestellt, also zwei SPD-Minister. Wie sehr trauen Sie oder was sagen Sie an die nächste Regierung, an was soll die sich messen lassen von Ihnen? Also jetzt als Klimaaktivistin gesprochen, natürlich an der Maxime 1,5 Grad Klimagerechtigkeit zu organisieren. Und ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen bewusst machen, ne? Wir stehen vor einer total beispiellosen Situation. Es gab noch nie eine industrialisierte, große Demokratie auf der Welt, die sozusagen es geschafft hat, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Das ist, und ich glaube, das haben wir jetzt ja auch hinreichend besprochen, ein unglaublicher Akt. Das hat, und es betrifft jeden Sektor in Deutschland, das betrifft jeden sozusagen bürokratischen Akt. Das ist eine Fundamentalveränderung in Art und Weise, sozusagen, wie wir uns politisch rund um die Frage von Klimagerechtigkeit organisieren. Das kann doch dann nur funktionieren, wenn wirklich alle zusammenarbeiten. Nein, das kann vor allem in dem Augenblick funktionieren, wenn man sich darauf besinnt, was steht zur Verhandlung und was nicht. Das 1,5-Grad-Ziel ist ja schon das Resultat von einem Kompromiss und der wurde international geschlossen. Wenn wir daran anfangen rumzudoktern, dann geht es überhaupt nicht mehr auf. Das heißt, das ist zum Beispiel steht nicht zur Verhandlung. Was ist jetzt, wenn zwei Parteien zusammenkommen und klassischerweise in Deutschland Maß- und Mitte-Politik machen wollen, wo man sich in der Mitte trifft. Die einen kommen mit 1,5 Grad, die anderen kommen mit 2,8 Grad Politik, trifft man sich dann in der Mitte, geht nicht auf. Das heißt, an der Stelle ist ein Riesendruck darauf, eine Regierung zu bilden. Dafür braucht es Wählerinnen und Wähler, Menschen, aber eben auch Parteien, die sagen, 1,5 Grad stellen wir fest und dann fangen wir an, um die besten Methoden zu kämpfen und in den Wahlkampf reinzubegeben. Okay, wir haben nur noch 1,5 Minuten. Frau Messari, Sie wollen kurz widersprechen und ja, dann ist Herr Müller und Frau André noch mal kurz dran. Die 2 Grad vom Pariser Abkommen. 2 Grad vom Pariser Abkommen sind bindend für jede Regierung in Deutschland. Ich spreche natürlich von dem demokratischen Spektrum. Aber die Demokratie braucht Kompromisse. Innerhalb des Korsetts von 2 Grad oder 1,5 Grad müssen wir auch Kompromisse des Weges etablieren. Ja, dafür sollten wir alle arbeiten und Brücken bauen. Okay, Herr Müller, kann das funktionieren? Also in der Politik in der nächsten Regierung, wo Sie sagen, wo müssen die da jetzt ansetzen? Ja, es gibt ja schon Modelle, Hessen, Baden-Württemberg. Und wir kommen wieder zum Ausgangspunkt, es grünt alles, was ich durchaus nicht nur zynisch meine. Es wird nur interessant, weil wir die Verzichtsdebatte mit Recht angesprochen haben. Es gibt ja auch viele Grünen-Wähler, die mit ihrem riesigen Fuhrpark, mit hubraumstarken Autos, Verbrennungsmotoren aus irgendeinem schlechten Gewissen grün wählen und die in diesen Verzicht zu bekommen, der womöglich nötig ist, das wird, glaube ich, die Herausforderung zu sein, dass es dann irgendwann zum Schwur kommt, dass es nicht nur stylisch ist, zum Lifestyle gehört, grün zu wählen, sondern dass man auch die Konsequenzen dieser Politik tragen muss. Okay, gut. Vielen Dank, Herr Müller. Frau André, noch ganz kurz. Ja, ich vertrete eine Branche, die sagt, wir machen, wenn wir dürfen. Mhm. Und wir versuchen ja alles, wir müssen alles auf die Waagschale werfen. Die Projekte sind da, aber die Genehmigungen müssen, die müssen erleichtert werden, die Schwierigkeiten müssen aus dem Weg geräumt werden, dann geht da schon einiges. Okay, also es geht eine Menge und Kompromisse müssen wir auch alle machen. Vielen Dank Ihnen für diese Diskussion, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen haben wir auch wieder eine interessante Phoenix-Runde im Rahmen eines Themenabends, nämlich Recht und Gerechtigkeit. Da fragen wir im Namen des Volkes, wie gerecht ist das Recht? Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.